wandern, wir wandern. Die schlimmsten Schuhe auf der Welt. Hier die Schuhe, ne? Mein Grip so gut wie noch nie. Dank der geilen Trekking-Sandalen hier, die zwar so richtig scheiße aussehen, aber sie sind so bequem, als hätte ich nichts am Fuß. Also noch besser als nichts, weil wenn man nichts hat, piekst ja immer alles von unten. Also es piekst nichts von unten und yeah, nix. Der Schwitz läuft. Hier ist nicht ein Tropfen Wasser im Bächlein. Krass, ne? Nicht ein Tröpfchen. Ist nichts mit Erfrischen heute. Vergammelte Bären. Hier riecht es nach vergammelten Bären. Nee, also hier kann ich nicht runter. Ich muss jetzt auch ausmachen, sonst geht das nicht. Gell? Das ist ein ganz, ganz alter, ganz, ganz uralter wilder Mangobaum. Mama? Ja. Ich hoffe, wir treffen keine Wildschweine, weil wir haben keine Hunde dabei. Weil wir sind ja mit dem Bus hierher gefahren. Da darf man die Hunde nicht mitnehmen. Also die Lola hätten wir gekonnt in der Tasche, aber die Lola nützt auch nichts, wenn das Wildschwein kommt. Aber es kommt bestimmt keins. Angehüpft. Da. Siehst du sie? Guck mal, wie riesig. Ich meine, sie hüpft jetzt auf mich, dann schrei ich, glaube ich. Dann geh doch mal. Hüpf! Geh. Ach ja. Klettern! Alles. Du Punk. Er ist ein Hänger. Wir sind jetzt hinterm Zaun. Wir sind getrespassed. Und ja, so sieht's hier aus. Mücken sind fast gar keine da, weil es so trocken ist. Ich bin voll außer Atem, weil es geht nur bergauf. 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 So, die Lillikoi war ganz lecker, voll köstlich. Man kriegt immer so Geschenke, auf einmal liegt einem das einfach so von Füßen und man findet aber keine andere mehr. Ich hatte das schon mal im Dschungel, so eine Avocado lag mir einfach von Füßen. Das ist echt gut.
So, die Lena hat gequengelt, die will jetzt zurück. Aber ich werde demnächst nochmal mit dem Willi alleine gehen, weil das macht keinen Sinn. Wenn man die mitnimmt, dann kriegt man die Ohren voll gequengelt. Nee, das ist ja nicht schön, ne? Ne? Nee, ehrlich nicht. Naja, jetzt haben wir hier schon mal den Weg ein bisschen ausprobiert. Ich möchte halt wissen, wie es noch weiter, weil irgendwo geht das, hört dann diese Straße auch auf. Und es geht nochmal so richtig geilen Dschungelweg. Und das möchte ich gerne auch mal erleben. Sie quengelt mich schon voll. Ja, die Kleine. Ja, klar. Ja, logisch, so geht's, ne? Das ist Karma, das ist dieser Kreislauf des Lebens. Diese ganz kleinen Vögel, habt ihr die gesehen? Die sind so klein wie Schmetterlinge. Wie so dicke Hummeln, so kleine Vögelchen. Die hüpfen hier von die Blüte zu Blüte, total niedlich. Ist aber alles auch ein bisschen unübersichtlich. So, jetzt mache ich nochmal aus. Jetzt geht es ja nur noch runter, runter, runter. Bergab, 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 ne? Komm her, mein Schatz. Guck mal. Nuckel hineingestopft in das süße Mäulchen, in das goldische, goldische Maul. Guck mal, hier sind so Wasserrohre. Also sammeln die hier schon das Wasser aus den Bergen, ne? Gell? Oder meinst du, das sind andere alte Rohre, die gar nicht mehr genutzt werden? Das wissen wir ja nicht, ne? Aber ich könnte mir vorstellen, dass sie es schon noch collecten. Die sind auch so Beeren. Das sind auch diese Kirschen, aber die sind noch nicht reif. Meistens sind die Bäume dann mit diesen Kirschen so hoch, dass man sie nicht pflücken kann. Und dann liegen sie nur vergammelt auf dem Boden rum und riechen nach Alkohol. Hä? Was willst du? Ein Kreis. Ein Kreis? Was dann für ein Kreis? Ein Preis, für was dann? Für diese Arbeit. Für diese Arbeit, einen Preis, weil ohne Fleiß kein Preis. Aber manchmal musst du Fleiß machen und kriegst keinen Preis am Ende. Das gibt's auch. Und da musst du dann auch mit klarkommen. So ist das manchmal im Leben, Lena. Ist nicht immer gleich. Heute gibt es definitiv keinen Preis. Definitiv nicht. Hast du mich gehört? Heute nicht. Heute war der Fleiß ohne Preis. So, und jetzt mache ich aus. Muschi, macht's gut. Muschi? Muschi weiß. Er gibt gleich Fleiß. Preis? Er gibt Muschi weiß versus Fleiß. Muschi weiß. Das ist doch kein Preis. Und was hat das zu tun mit dem Fleiß? So ein Scheiß. Ja, tschüss. Reimerei. Die dreckigen Sandale, sie bringt mich die Wege entlang, wie nie ein Schuh zuvor es tat. Das ist schon nicht schlecht. Keine Blase, keine Schmerzen. Ne? Das ist schon top. Dinosaurier-Eier. Was? Dinosaurier-Eier. Da, ne? Diese Riesenfelsen. Guck mal, wie das aussieht hier. Flatsch! Paintball. Okay. Sieht aus wie Ort. Flatsch! Keine Mücken. So, warte, ich muss. Gar keine Mücken. Weil da halt auch alles ausgetrocknet ist. Oh oh. Oh oh oh, ich habe ein wenig Angst. Das sind die Wildschweinspuren. Huhu. Um Gottes Willen, hier ist ja alles zertrampelt und zerwühlt. Guckt mal. Ich hab Angst. What did you just say? You're not coming back here? Du hast einen Stock, Willy. Doch. Was denkst du denn? Willy, die sind klein. Ja, du kannst ihn ja ins Auge stechen, den Stock. Hallo?
ins Auge oder ins Maul oder ins Popoloch. Willi. Also man kann doch nicht sagen, ich gehe nie wieder in den Wald, weil da gibt es Wildschweine. Das ist doch verrückt. Geht's noch, ihr degenerierten Menschen, ihr? Was ist denn los? Guck mal, jetzt sind wir hier, wir könnten jetzt auch hier diesen Weg runtergehen. Vielleicht ist er ein bisschen besser, weil der da hinten ist so ekelhaft. Ja, was? Der hier ist aber viel besser. Wir müssen noch... Dieses Kind. Hard motherfucking head. She got it from her mama, though. She got it from her mama. So, jetzt sind wir wieder hier bei dem Trespassing-Tor. Nö, vergiss das mal. Ich gehe hier runter. Ich bin zu deutsch. Ich habe Angst. Ich habe Angst, wenn ich mich durch Zäune quetsche, wo No Trespassing draufsteht und so. Aber ich meine, wenn du das nicht machst, ne, kommst du ja nirgendwo hin. Dann kannst du nicht wandern. Nirgends. Nirgends. Oh, hier geht's aber tief runter. So. One, two, three, one, two, three. Good versus nature. Geh doch mal mit deinem Booty aus meinem Bild. Was haben wir hier? Klar angemacht. Guck, hier darf man nämlich auch nicht hin, Willi. Also ich wäre jetzt lieber da hinten runtergegangen. Müssen wir ja eh. Guck jetzt, da darf man nicht hin und hier auch nicht. Also, wie wir es machen? Ich weiß es doch, ich weiß es doch. Ich weiß es doch, ihr Süßen. Ich weiß es doch. Wir gehen jetzt hier gleich wieder runter irgendwo, ne? Das ist ihm egal. Wir wollen nur zu dem Tempel, ne? Wir sind ja nur ganz brave Leute, die zum Tempel wollten. Oh mein Gott, der Daddy ist der Geilste, der Geilste. Du musst ihn noch mal zum Lachen bringen. Ja, da lacht er noch in 7 Jahren drüber wieder, das ist ja auch klar, ne? Ja. Der lacht da noch in 7 Jahren drüber, das erzählt er seinen ganzen Freunden, dass er das schwarzen Mann gesehen hat, der so was Lustiges zu ihm gesagt hat. So, jetzt sind wir hier wieder ganz verboten, jetzt müssen wir hier runter. Willi, also du musst es mir jetzt auch nicht glauben. Wir müssen so schnell wie es geht hier runter. Weil. Jetzt konnte ich nicht mehr. Jetzt bin ich einmal umgeknickt mit den Sandalen und mir tun von unten so die Füße doch ein bisschen weh. Jetzt gehe ich barfuß. Jetzt reicht's. Wir müssen jetzt noch hier den ganzen Weg runterlaufen. Der Bus kommt erst in 20 Minuten. Das dauert so lang. Lena will unbedingt zum 7-Eleven. Jetzt laufen wir den Weg runter. Ich bin sehr gespannt. Sie denkt, es wäre nicht weit. Ich weiß, es ist mega weit. Wir sind hier im Wald. Wir sind überhaupt hier. Ja? Wie, du wartest hier. Willi, wollen wir uns jetzt trennen? Nein. Aua. Das ist ja fatal. Das ist ja fatal. Aua. Warum willst du da sitzen? Wenn wir den Bus verpassen, bist du in einem ganz anderen Bus. In der Sonne auch noch, Willi. Da hinten war Schatten wenigstens. Ich will keine Sonne mehr sehen. So, wir gucken jetzt mal.